Hallo und herzlich willkommen zurück bei A Juggler's Tale, Folge 3, Akt 3, die Stadt. Wir sind den Banditen entkommen in der letzten Folge und werden aber wahrscheinlich nochmal irgendwann von ihnen verfolgt werden. Es bleibt ja nie beim ersten Treffen. Also, ja, mal gucken, wann sie wieder auftauchen. Ich hoffe, sie lassen sich ein bisschen Zeit und lassen uns ein bisschen die Ruhe genießen. Keine Rettung in Sicht. So sehr sich Abby hastet, zu schwer die Freiheit auf ihren Schultern lastet. Fröstelnd, hungernd und zerlumpt, läuft sie sich die Füßlein wund. Ich meine, Freiheit an sich ist ja eigentlich was Schönes. Freiheit ist ein hartes Brot, Clay. Okay. Heraus aus dem Walde hat's Abby an den Dorfesrand verschlagen. Unter deinesgleichen muss man doch Mitleid haben. Ich habe gerade spontan die Steuerung vergessen. Wie ging das nochmal? Ach ja. So. Moment. Muss das vielleicht da runter, damit das leichter ist und ich es hochschieben kann? Ich meine, Gewichte lagern immer noch drauf, aber vielleicht geht es jetzt besser. Ja. Sieht gut aus. Hält das jetzt? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, nee. Hm, doch, hält sogar. Okay, und wir reißen mit den Fäden quasi das Ding hier wieder ein. Schwierig. Okay, ich schieb's nochmal nach oben. So. Das bleibt da. Vielleicht, wenn ich das drunter schiebe, weil dann kann es nicht ganz. Nicht sonderlich respektvoll, aber wenn es funktioniert. Krachen. Ja, der Erzähler macht schon mal das. Ist das Ganze hier für dich immer noch ein Abenteuer? Oder sehnst du dich nur noch nach einem warmen Feuer? Lass dich nicht beißen. Hi. Wieder rettet dich nicht gesunder Verstand, sondern meine gütige Erzählerhand. Dankeschön. Wenn der auf einmal da angeschossen kommt, auf das bin ich doch nicht vorbereitet. Ich möchte da hoch. Ich kann da nicht hoch. Aber vielleicht kann ich das Stöckchen werfen. Oh. Und kann dann da drüben weiter. Hier. Oh, wie süß. Schaut da? Man kurz auf diese dumme Hundetöle, fragt man sich, an wen sie ein erinnern möge. Jagt versessen einen morschen Zweig, als brächte er Glückseligkeit. Oh, er bringt ihn zurück. Das ist doch mega süß. Ein wirklich hübsches Städtchen hat unsere Abby da gefunden. Doch scheint alles verriegelt in den späten Abendstunden. Das heißt wohl keine Hilfe zu erwarten. Oh, ein Typ. Ich bin inzwischen sehr skeptisch gegenüber Menschen hier in diesem Spiel. Die waren bisher alle nicht. Als ob ihr Verhoffungen und Manieren entarten, stürmt sie kopfüber in den Bäckersgarten. Ach, Abby, so wird man dich nicht mit offenen Armen empfangen. Der Bäckerin ist ihr kaputter Zaun definitiv nicht entgangen. Kann man es ihr verüben, eine kleine Unruhestifterin in dir zu sehen? Naja, zum Glück hat sie uns nur weitergeworfen und nicht irgendwie geschadet. Das würde uns allerdings schaden. Das heißt, ich muss nochmal in das Areal der Bäckerin. Nur wahrscheinlich ist sie dann nicht mehr so nett. Ich borg mir das hier kurz aus, ja? Oder? Borg ich mir das aus? Nee. Was ist das überhaupt? Ein netter Gedanke, Abby. Okay. Aber du bist viel zu klein, um den Bach zu verstopfen. Ach, den Bach verstopfen. Ah, ich verstehe. Die Bäckerin wäre ja nicht zu klein.
Meint ihr, wir sollen sie da reinlocken? Das wäre echt fies. Abby schert sich nicht mehr allzu sehr um die Frau, sie den Rücken kehrt. Die Arme. So, aber jetzt können wir wenigstens das hier hoch. Das Mühlrad hat erfolgreich sie erklommen. Doch wer heißt so ein Gör willkommen? Die Bäckerin sicher nicht. Auch Tonda und seine Bande streifen durch die Nacht. Pass gut auf, kleine Abby. Gib auf dich acht. Wir sehen Am sie Waldesrand also dafür. Haben sie dich nicht erwischt. Der Regen hat inzwischen deine Spuren verwischt. Doch so schnell lassen sie nicht von dir ab. Für des Direktors Gold durchsuchen sie die ganze Stadt. Ja, wenn sie die ganze Stadt Vorsicht. Durchsuchen, dann... Pass auf deine Fäden auf. Ja, die Fäden, okay. Gut, da oben ist wieder so ein Rohr. Aber ich kann nicht anders, als es runterzureißen. Ach, Abby, gib doch acht. Wer soll das alles wieder aufräumen? Ja, das war dein Weg. Außerdem sind deine Fäden verheddert. Jetzt durch. Abby stolperte über Balken und Bretter, fiel zu Boden. Nö, nicht zurück. Und muss nun klettern. Hey. Anstatt, dass er mich einfach da oben absetzt. Was bist du für ein Erzähler? Gemein. Oh, das war aus Versehen, aber da kommt was hoch. Ein Eimer. Was will ich mit einem Eimer? Nichts. Aber für irgendwas muss das ja gut sein. Oder soll ich da nur hoch? Ah, vielleicht zum Hochklettern einfach. Mit Mühe gelingt es Abby, das Gerüst zu erklimmen. Ja, wegen dir haben wir diese Mühe. Vergnügtes Lachen hört man freudig klingen. Nur Abby möchte es keine Freude bringen. Schau, wie das Nest tobt, Abby. Ja, jeder hat seinen Platz. Doch wo gehörst du hin? Nicht in den Gerade, Zirkus. Dass Abby sich auf ihr Zirkustalent besinnt. Oh, sie nur knapp dem Allerschlimmsten entrinnt. Früher war sie es, die den Leuten viel Freude schenkte, wovor sich ihr Leben aufs Überleben beschränkte. Und jetzt sind natürlich die Banditen auch hier. War ja klar. Doch nun, als ausgestoßene Fremde am Festesrande, fristet sie ihr Dasein in Furcht vor der Räubersbande. Warum sind die überhaupt da? Ich dachte, sie wollten die ganze Stadt durchsuchen und nicht beim Fest mitmachen. Oh, hallo? Willst du dich wegbewegen? Nein? Wird sich nicht wegbewegen, okay. Äpfel vielleicht? Kann ich mir einen Apfel nehmen? Ja. Okay, also. Ah, ich kann ihn auch nach hinten. Zum Beispiel. Dahin wird nicht so viel bringen. Dahin vielleicht? Ey! Das war so nicht geplant. Das Spiel hat mir was anderes angezeigt. Es sollte nach hinten zu dem Mehlsack. Aber den hat das auch überhaupt nicht interessiert, ne? Also. Ich stelle mich dahin. Ziele auf die Glocke. Das hat er zumindest gehört. Das scheint gerade nicht so viel zu bringen. Schau dich nochmal um. Okay, es bringt nichts. Außer, dass er jetzt einen Snack hat. Eine Ewigkeit später. Die Glocke ist das Einzige, mit dem ich interagieren kann. Was? Was?
gut. Keine Ahnung, ob das das Rätselslesen war. Rasten, sicher und allein und lehnt sich ganz bestimmt zurück ins gute alte Heim. Was war das? Oh. Oh, den Banditen schön. Stolperte sie in die Arme, mochte nicht mehr laufen. So ergab sie sich fast wehrlos dem üblen groben Räubershaufen. Und für was habe ich jetzt so lange Äpfel geworfen? Come on. Da wandern sie los, gen Zirkus mit weiten Schritten. Für die Belohnung lassen sie sich nicht zweimal bitten. Und wie Banditen sich nun mal die Zeit vertreiben, singen sie lieber, anstatt sich anzuschweigen. Vom frühen Morgen bis ins Abendrot wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Sehr furchtenflößend. Dem Zirkus ist das Mädchenhaus gebührt. Doch Abby wird gefangen, wir bringen sie zurück. Wenn wir erst beim Zirkus angekommen sind, sind erreicht. Sind reich, so viel Gold für ein kleines Kind. Du für bade Münze, tauschen wir dich ein. Und du wirst wieder eingeschlossen sein. Vom frühen Morgen bis ins Abendrot wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Ob wir nun erwischt werden, ist uns egal. Sollen sie doch kommen, schmecken unseren Stahl. Das Mädchen wird wieder Kunststücke vollbringen, während wir hier draußen voller Inbrunst singen. Vom frühen Morgen bis ins Abendrot wandern wir Banditen. Ich find's cool, dass die sogar eine Ukulele und Flöte dabei haben. Diesmal wirklich eine Ukulele. Ausgelassen singend erreichen die Banditen ein Gemäuer, wollen des Nachts rasten am warmen Lagerfeuer. Unsere Chance! Unsere Fluchtchance! Morgen früh laufen wir das letzte Stück und bringen dich endlich zum Zirkus zurück, spottet Tonda in Richtung Käfig. Die letzte Nacht, die du noch in Freiheit genießt, lässt sich noch vernehmen, bevor das Tor endgültig schließt. Ach, Abby, lass doch das Zappeln und Hüpfen sein. Inzwischen solltest du es besser wissen. Ich rede dir wohl nicht genug ins Gewissen. Abby. Wer stellt eigentlich eine Laterne so auf den Käfig? Denkst war klar. Du immer noch, du wärst ein kleiner Held? Ich meine, das ist jetzt ein bisschen kritisch. Ist undankbar obendrein. Weiß immer alles besser, so hat es den Schein. Erzähler. Abby hat ihr Schicksal selbst gewählt. Doch es ist das lang erwartete Ende, was wirklich zählt. Okay, ich kann da nicht hoch. Aber es scheint, die Flammen würden sich auch nicht weiter ausbreiten. Kann ich das nicht verschieben hier? Das bin ich. Da oben liegt irgendwas. Das könnte ich runterschubsen. Mit einem Apfel vielleicht. Mal hier. Ja. Da geht's weiter. Gut, dass die Banditen das noch nicht gecheckt haben, dass sich hier Feuer in der Scheune ausbreitet. Die Flammen verbreiten sich rasend schnell. Selbst die Ratten fürchten um ihr Fell. Oh. Am Ende kommt alles, wie es kommt. Oh nö! Hey! Schaut auf eure Heldin mit all ihren Flausen. Ist doch nicht... Hey! Was soll das? Lass los! Nein, nein! Hör auf damit! Zappel nur, Abby. Nun ist bald wirklich aus. Oh, ein Faden ist gerissen. Bedauerlich, Abby, dass du nicht mal jetzt zur Einsicht kommst. Die Freiheit schenkt dem nichts. Mach dich nicht lächerlich. Vielleicht können wir uns vom vorbei. Erzähler losreißen. Lass los, dann nimm dich. Jetzt sind es immer zwei Fäden. Halt still und mach dich nicht lächerlich. Wahrscheinlich ist der Erzähler der wahre Böse. Letzte Chance.
aber du wirst es bereuen. Abby, lass sofort los! Nein! Sind frei? Unmöglich! Die Fäden sind weg. Und das war auch der dritte Akt. Arigatou gozaimasu!